Schauen wir mal. Sieht erstmal ruhig aus. Ein paar Netsche sind am Weiden. Oh, Tränke. Tränke. Let's go. Ich glaube, das war's. Ebenerze, das können die öfter fallen lassen. Hallo? Ich wollte den Aschehaufen eigentlich haben. So, Tränke, Elixier der Gesundheit, Wundertrunk. Hast du eine Schale mitgenommen? Nee. Ja, das Haus scheint verlassen, zerstört. Da würde ich es vielleicht auch verlassen. Flynn ist auch ein alkoholisches Getränk. Oh, ein Säbelzahntigerpelz. Selten. Wohl auch nicht so selten auf dem Festland. Öffnen Hurodulfs Haus. Aha, das geht's. Also, da geht's wahrscheinlich zum Keller. Wenn sich vielleicht ein paar Überlebende. Ach, sieh einer an. Eine Schatulle. Schon wieder. Aber so gibt's anscheinend wie Hulle hier. Und da wir ja jetzt eine Quest dafür haben, wir immer richtig Geld einsacken können. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hatte, aber. Hat jetzt 4000 gebracht, die paar Stück, die wir verkloppt haben. Wenn ich das hier Geld nötig hätte. Oh Mann. Oh. Endlich. So. Eine Laute. So laut ist die gar nicht. Den lassen wir hier. Kann man die eigentlich spielen? Kann ich die selber spielen? Noch nie ausprobiert. Aber ich glaube schon. Nee, lassen wir jetzt. Das war alles. Der Garten wird wahrscheinlich auch nicht so prall sein. Nee. Oh. Bei ihm wächst überall dieser Herzstein. Glühendes Stein. Oder magisches. Da gibt es aber noch keine Rezepte für, oder? Oder Rüstungen, die man daraus machen kann. Chitinknochen sind ja andere Sachen. Okay. Ja, das war's. Jetzt gehen wir mal den Keller aufsuchen. Alright. Guck mal, was uns hier erwartet. Hat er irgendwas von Banditen erzählt, der Telly? Sneaken wir erstmal. So. Gibt's denn hier wieder feines Lederstreifen? Ich könnte töten für eine anständige Flasche Met. Unfair, dass die immer das gute Zeug nehmen. Irgendwann in Rente. Lege mir ein Haus auf dem Festland zu. Söldner. Söldner Geschwafel. Wir reden immer das Gleiche. Die wollen alle aufhören im Job. Machen sie aber trotzdem immer weiter. Nennt mich ein Betrüger, wenn er Drachenaugen rollt. Dummkopf. Blöde Zauberer. Nicht gut genug für eure feine Akademie, was? Hm. Ausgestoßener Magier und Dummschwätzer. Genau das Richtige. Meine reicht schon Klinge. Fast. Brauche nur noch einen guten Fang. Geh nicht zurück ins Gefängnis. Lieber sterbe ich in der Asche. Wir nehmen den linken, das dürfte nicht
der Magier sein. Der Richter ist der Magier. Wir schalten es in den Taschendieb nach Windhelm. Leichtes Geld und weniger Chance auf eine Axt im Schädel. Ist da jemand? Tja, der braucht auch nicht mehr zum Zahnarzt. Das war's. Ging ja schnell, wir waren ja ganz schnell Lefties. Da war ein Plünderer Straßenräuber. Da liegt ein Brief. Und ein makelloser Amethyst. Aber den Brief. Rodulf, Licht und Stärke. Ich spüre, dass eure Worte nicht eure eigenen sind und sorge mich sehr um euren Verstand. Ich flehe euch an. Bitte verlasst diese verdammte Insel und kehrt auf der Stelle nach Einsamkeit zurück. Ohne euch kann ich meine Nächte fast nicht mehr ertragen. Euch zu verlieren wäre mein Tod. Mein Schatz, wenn ihr nicht bald zurückkehrt, werde ich kommen, um euch zu holen. Bjornolf. Bjornolf und Rodolf. Die verdammten Banditen sind schlimmer als das Ungeziefer, von dem die Aschewüste zu Hause nur so wimmelt. Das ist besser. Was habt ihr denn hier noch Feines? Ihr Pack. Ein Granatstein. Stiefel. Durch ein leckeres Mahl gebrutschelt, ja. Eine Pferdehüfte. Ja, das muss aber auch nicht sein. Ja. Nordmeat. Säckchen. Mit Äpfelchen. Ja, Dietriche, ja, die. Die brauchen wir. Ein Torni. Torniste. Crap. Bücher, eine Menge Bücher. Zwerge. Zwerge. Bettlerprinz. Das sind alles alte Eisgeister. Die Katzen von Himmelsrand. Aktivieren Bücherregal. Eine Geheimtür. Eine geheime Geheimtür. Blutende Krone. Oh, sind ausnahmsweise mal Reagenzien drin. Lederhelm und ein Tagebuch. Rodulfs Tagebuch. Erster Eintrag. Ich bin in Solstheim angekommen und in ein altes Haus auf einem Hügel am Ufer gezogen. Wer auch immer hier gelebt hat, ist vor langer Zeit fortgegangen. Tag 2. Von meinem erhöhten Aussichtspunkt kann ich weit aufs Wasser hinaussehen und alle Dinge hinter mir und um mich herum hören. Dunmeer-Banditen schleichen sich des Nachts durch die Wälder. Doch ich fürchte mich nicht vor ihnen. Fünfter Tag. Aus den Tiefen ruft etwas. Ein grollendes Dröhnen, das mir des Nachts singt. Ich habe begonnen, im Keller zu schlafen und halte einen Messergriff bereit. Das Rufen ist hier unten am lautesten. Ich bin auf alles gefasst, was immer auch kommen mag. Sechster Eintrag. Es ist, als würde eine große Maschine unter mir rumoren. Zehnter Eintrag. Ich bin des Wartens darauf müde, dass der Rufer unter mir emporkommt. Ich ging in die Stadt und kaufte Werkzeuge zum Graben. Zwei Schaufeln und eine Hacke. Ich begann, indem ich die Wand hinter dem Bücherregal niederriss und mich langsam nach unten grub. Langsam. Ich schob das Bücherregal wieder an seinen Platz, als ich mit dem Graben fertig war. Warum? Ich hatte keine Hausgäste, doch spürte, dass ich etwas zu verbergen hatte. Tag 13. Wie kann ich Björn hören lassen, was ich gehört habe? Ich darf ihn nicht noch verlieren, muss hier bleiben, denn ich weiß, dass die Wahrheit zum Greifen nahe ist. Tag 23. Der Murmeler in der Erde und ich, wir reden. Ich lege meinen Kopf auf den Schutt. Tag 51. Feuer aus der Tiefe. Trommeln in der Ferne. Sie kommen. Wir können nicht hinaus. Oh, nee. Falsches Buch. So. Da hat der Herr Rudolf, also irgendwie im Keller hier, geschürft oder hat sich einen Gang gegraben. Man hört ja auch was. Wie eine Dampfmaschine oder so. Ein leichtes Zischen.
Faszinierend. Oh. Eine alte Dwemer-Architektur. Maschine, eher gesagt. Wir schleichen mal weiter lieber. Was war das? Ach, der hat wieder die Spitzhacke umgehauen. So. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Kann man nicht. Irgendein Kolben, irgendeine Pumpstation. Man weiß es nicht. Zahnräder, die sich in der Wand drehen. Und eine Leiche. Oh, Bjornolfr. Ist er nicht sein Liebhaber hier vom Festland? Blutbefleckter Brief. Novizenrobe der Beschwörung. Ein Magier. Ein Dolch. Ein Norddolch. Und Gold. Na, dann geht mal auf Seite, mein Freund. Vielen Dank. Muss ja nicht hier Staub ansetzen. So, ein mächtiger Seelenstein. Jetzt lesen wir uns mal den Brief durch, den du dabei hast. Hattest. Der war blutbefleckt. Alles natürlich wieder alphabetisch sortiert. Da ist er. Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Bjorn, kommt nicht hierher. Es ist nicht mehr viel von mir übrig. Die Erde wird uns beide verschlingen. Ha. Was ist das merkwürdig? Also sein Freund ist vom Festland gekommen, wollte ihn wahrscheinlich besuchen. Er hat das Tagebuch gefunden, ist hier runtergekommen und irgendwas hat ihn erledigt. Oder die Banditen haben ihn hier erledigt und reingeschmissen. Ja, natürlich. Das ist eindeutig hier Dwemer-Architektur. Zwergenhandwerk. Zwergische Truhen. Kombinationsschlösser. Nee. Altes Dwemer-Metall. Das kann man übrigens auch einschmelzen und dann Zwergenrüstungen draus schmieden und Waffen. Metallstücke, Schalen, alles Mögliche kann man hier einschmelzen. Oder bei der passenden, Schmiede. Zauberbuchraserei. Kennen wir, glaube ich, schon, aber nehmen wir mal mit. Wieder eine Vulkanglasrüstung. Also irgendwie wollen die, dass ich mir eine mache. Hier sowas zum Beispiel. Dwemer-Schalen. Dwemer-Kreisel. Weiß ich jetzt nicht, aber alles, so an, was an Metall rumliegt. Was ist denn das? Ist eine Fackel runtergefallen? Hast du was gehört? War einer hinter uns? Hast du eine Fackel dabei gehabt? Ich auch nicht. Aber jetzt. Hing da einer an der Wand? So, der immer Pfanne hier. Also ein Crap, Pfannenbecher kann man einschmelzen und daraus dann ganz normales Zwergenmetall machen. Verhütten. So, was denn hier? Meine Fresse, muss mich so erschrecken. Hier geht's nicht weiter. Was ist das? Eine Kuppel? Ein Tor? Lässt sich aber nicht öffnen? Kein Mechanismus? Ja, halt mal. Was ist los, Mensch? Ein Dwemer-Kreisel. Und eine Gabel. Ja, hier kommen wir irgendwie nicht weiter. Das war's. Und die Leiche von dem Rudolf oder Huroldolf oder wie der heißt, ist auch nicht da. Nur die von seinem Freund. Der arme Hund. Und keine Geheimtüren in der Nähe, oder?
Die verdammten Banditen sind schlimmer als das Ungeziefer, von dem die Aschewüste zu Hause nur so wimmelt. Findest du? Was ist das? Kratzspuren am Boden? Nein. Also, hier ist erstmal nichts zu erkennen, was irgendwie auf eine Tür hindeutet, eine Heimtür oder ähnliches. Vielleicht muss man die Perspektive wechseln. Manchmal fallen einem ja erst Sachen auf, wenn man die Sicht ändert. Die Sichtweise oder Distanzen. Etwas mehr Distanz gewinnt zum Objekt. Nehmen Messer. Da liegt sogar ein Messer, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, da passiert aber nichts, also... Ich glaube, hier können wir nichts machen. Oder haben wir den jetzt verpasst? Lag der irgendwo rum? Komm. Wir gehen mal ein Stück. Tja, Björn. Das tut mir echt leid. Für euch. Das führt auch nirgendwo hin. Okay, wir müssen erstmal weiter. Wer hat die Fackel hingelegt, fallen gelassen? Versteckte die hier in der Wand? Ja, wahrscheinlich. Und du hast ja wieder alles runtergerissen. Gold? Gold. So. Tja, keine Ahnung, was mit dem Mann passiert ist. Komm mal raus. Okay. Aber der Hausbesitzer war nicht da. Oder der ist schon lange tot. Hier. Die blutigen Knochen könnten auch seine Reste sein. Das ist ein blutiger Schädel, liegt hier. Na, vielleicht ist er das. Ja. Und wer soll da zu ihm geflüstert haben? Ja, vielleicht am anderen Ende der Maschine hier irgendjemand vielleicht. Es gibt auf der Insel ja einige Dwemer-Ruinen. Haben wir ja schon gesehen, ein paar. So, jetzt schnell weiter Richtung Burg Frostmotte. So, da ist sie, glaube ich, auch schon. Ja, Marker stimmt. Da ist sogar Licht an. Und da ist eine Wache obendrauf. Sieht aus wie eine Aschebrut. Ja. Hier kommen wir nicht rein. Festung Frostmotte entdeckt. Oh, eine Anlegestelle. Schleichen wir mal lieber. Oh, eine Wache. Was ist das? Magiebegabter Aschenbrot. Der kommt genau hier hin. Oh Mann. Quick Save. Wir sind entdarnt. Los. Ja, ich glaube, die Feueratronachen, die kannst du dir hier sparen. Das ist doch Feuerwesen. Beziehungsweise Asche. Idioten. Obwohl, die ist ja schon nett anzuschauen, die Kleine, ne? Wow. Ich habe aus Versehen draufgehauen auf eine. Das fand die gar nicht so geil. Hey! Warte, du Kleiner. Doch. Hey, passt ein bisschen auf. Ja, pardon. Hat er doch gerade was abgezogen bekommen vom Feuer? Sind sie vielleicht doch nicht immun? So. Wer legt denn hier alles an? Hier legt keiner mehr an, außer Jack Sparrow hat die, glaube ich, angelegt, wie es aussieht. Dann würde ich sagen, stürmen wir mal schnell rein, solange wir noch prominente Verstärkung haben. Dann holen uns noch ein paar Wachen. Kommt.
ist denn der Gegner jetzt? Ist da noch irgendwas? Weg. Hä, was ist denn hier los? Wo ist der Typ? Auf einmal ist er wieder weg. Da läuft doch jemand. Was ist das? Egal. Ich glaube, jetzt hat er ihn. Der Telly hat ihn. Hier, in dem Turm unten drin, ist noch irgendein Wesen. Aber kann nicht raus. Irgendwie gefangen. Und wir können auch nicht rein, oder? Das Ding ist zu. Na, vielleicht durch eine Falltür aus dem Inneren. Was ist denn hier? Hier liegt noch einer. Denke wieder faul rum, der Typ. So. Ja, komm, Telly, den kriegen wir nicht. Der ist da irgendwo versteckt. Keine Ahnung, wie wir da rankommen. Wie gesagt, irgendeine Falltür wird es sein. So. Und weiter geht's. Oder ist hier noch irgendwas? Vielleicht haben wir was übersehen. Ne, also ich sehe keinen Eingang. Das kannst du vergessen. Wurzeln? Ja, wie gesagt, wahrscheinlich irgendwie im Inneren der Festung. Unterirdische Gänge und irgendeine Fallgrube. Wenn ihr nach Himmelsrand wollt, komm ich mit. Auf Solstheim war ich jetzt lange genug. Okay. So. Gehen wir den Treppen entlang. Das Licht. Ja, direkt in den Burghof frei. Das ist keine gute Idee, wenn die Wachen auf den Zinnen stehen. Aber ich habe bis jetzt nur eine gesehen. Da ist Licht. Da wohnt wahrscheinlich der Fürst. Ist aber auch nichts los hier. Oh doch, da kommen sie. Oh, oh, oh. Nummer 1. Nummer 2. Angreifer ist in die Festung eingedrungen. Bereitet euch auf einen Angriff vor. Wir können ja auch reden. Nee, das war irgendwie anders. Festung Frostmotte wird niemals fallen. Lang lebe das Kaiserreich. Ja, wer spricht denn hier? Ist das der General? So, erstmal die Jungs ein bisschen ausnehmen hier. So. Ja, viele Menschen gibt es ja hier eigentlich nicht, das muss der sein. Aber wie hat er uns jetzt entdeckt?
Also hier geht's wohl zu ihm, das ist der Questmarker. Hier war die Wache eben. Der General soll ja auch seit 200 Jahren tot sein. Also ist eigentlich unmöglich, dass er noch lebt. Ja, gehen wir erstmal oben rein. Oder in den kleinen... Ach, ehemalige Bogenschießstände. Schmiedewerkbank. Da liegt ein Skelett. Oh. Der schlägt da einmal drauf, ist die halbe Energie weg. Also vielleicht hätte ich doch nicht so ein schönes Schwert bauen sollen. Haben wir noch auf Legendär stehen oder ist er mittlerweile hier? Hat er das heimlich runtergestellt? Ja, das war's. Okay. Ja, und wo sind die Schätze hier? Oh ja, der war schon leer. Fässer mit nichts drin. Na toll. Gut, dann gehen wir mal ins Haupthaus. Oder ins Nebenhaus. Schlüssel erforderlich. Ja, dann müssen wir wohl den Hausherrn erstmal überreden. Was das für ein Typ ist. Wenn das ein Mensch ist, was hat er mit dieser Aschebrot zu schaffen? Oder ist ein Gehilfe von Marik? So ein Diener, dem er hier die Festung versprochen hat. Ein Austausch für Gewehre, die Fälligkeit. Das hört sich aber auch nicht gesund an. Oh Mann. Ich hab geblockt. Ja, ich habe jetzt nur noch in der rechten das Katana. Und versuche mal ein bisschen blocken zu skillen, habe ich mir vorgenommen. Können wir vielleicht noch ein bisschen leveln. So. Ja genau, die kleinen Nebenräume nicht vergessen. Sind manchmal leckere Tränke da. Die können wir gut gebrauchen. Wenn wir den Schwierigkeitsgrad halten wollen. Also vielleicht mal ein bisschen schleichen. Denn hier muss ja irgendwo der Chef jetzt hängen. Teller. Vase. Bett. Nichts Besonderes. Komplett zugearscht. Alles hier. Total verarscht. Verarscht. Oh. Das ist doch nur ein Adeptenschloss. Jawohl. Jagdbogen der Furcht. Das kenne ich schon. Da fliehen die Gegner aus dem Kampf. Mit dem Furchtsprung. Pferdefell. Kann man auch verkraften. Die Nachtigallen. Ja. Becher. Becher. Sind wir einmal rumgelaufen. Korb. Kaiserliche. Also es war eine kaiserliche Festung. Hat er ja eben draußen noch gesagt.
Ah, die Kaiserlichen haben auch Trollschädel gesammelt. Was denn jetzt? Achso. Die Gewandelten. Das kenne ich, glaube ich, noch nicht. Das ist nichts Besonderes. Lederstreifen zum Craft mitnehmen. Schatulle knacken. Bin mal gespannt, wann uns die Dietrich hier ausgehen werden. Noch haben wir genug. 99 plus. Aber irgendwann ist mal Schluss. Ich hoffe, dann sind wir soweit. Dass wir ein bisschen besser sind. So, mal hüpfen. Nix da. Fass ist leer. Waffenständer. Eisen 2 Händer. Normale Billigwaffen. Ich bin sicher, dass trotz der vielen scheußlichen Kreaturen hier reiche Beute auf uns wartet, für die sich das Ganze lohnt. Ich habe das Gefühl, das Ding stürzt hier gleich zusammen. Das grummelt hier. Salz. Schleicht mal lieber. Ich höre Schritte. Aschebrut, Wachposten. Den mach ich. Oder auch nicht. Hast du den immer noch nicht da? Was ist los mit dir, Kleiner? Du bist aber Schwächel, ne? Pilze? Blasenpilze? Ne, in Amira ist Fäulnis. Es gibt, glaube ich, nur gutes Gift. Eignen sich nicht für Heiltränke. Der Drescher Pfeile, die sind gut. Glaube ich, die besten. Eisenstreiter. Eimer. Spinnenweben. Nicht zu knapp. Ich glaube, da hauen wir uns durch.